Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors 2. Ja, ich bin heute mal mit dem Donnerbengel-Account zugange. Also, ich bin gleich sitzen geblieben. Die Folge von heute Morgen ist auch immer komisch. Ich spreche ja jetzt am Freitagabend von heute Morgen. Also vom Samstagmorgen war ja nur eine Stream-Ankündigung und ich habe das Video einfach danach abgedreht. Eigentlich wollte ich es vorher abgedreht haben, aber ich habe gedacht, das mit dem Stream ist mir erstmal wichtiger und um euch zu informieren. Aber was hat es eigentlich mit dem Bug auf sich? Ich habe ja in meinem Bildchen, ich nenne das jetzt immer nur Bildchen, weil die Leute machen sich immer darüber lustig, wenn ich Thumbnail sage. Also sage ich, ich habe das in meinem Bildchen gesehen. Es gibt immer noch einen kleinen Bug, den kann ich euch zeigen. Den will ich aber euch live zeigen, denn den wollte ich euch jetzt nicht am Account vom Chief zeigen, denn dem Chief ist hier ein Angriff gelungen, also ich habe den Angriff gewonnen, das kann ich euch sagen, aber es gibt immer noch einen kleinen, entschuldigt bitte, meine Brille sitzt nicht richtig, es gibt immer noch einen kleinen Bug, ich teile das jetzt mal eben, wo der Chief Barfuß hier mit seinem Nachtdorf angegriffen hat und es hieß ja eigentlich, der Bug ist weg, worauf ich hinaus will, das zeige ich euch gleich am Ende, also mit dem Chief Barfuß, mit allen anderen Dörfern bin ich übrigens hier auf BH5. Und es geht ganz, ganz behende vor, genauso wie diese Accounts hier. Also ich habe das heute Abend gelesen. Toto, wie schaffst du es, diese vielen Accounts zu spielen? Das schaffe ich nicht. Ja, das schaffe ich nicht wirklich. Denn ich schaffe das auch nur, indem ich in diese hier mal kurz rein switche, so einen Angriff mache. Und dann ist das gewesen. Dann mache ich den aus, fordere in der Regel neue Truppen an und dann war es das. Also das, ich denke mal, das kriegt man auch anders hin. Aber ich glaube, das ist an der Stelle hier, man packt es einfach irgendwie und das sind mir liebgewordene Accounts hier. Aber ihr müsst jetzt mal, ich gehe mal jetzt ein bisschen größer rein, ihr müsst jetzt mal genau drauf achten. Eigentlich habe ich gedacht, der Bug oder es wäre weg, denn Supercell hat es ja angekündigt, dass es nicht mehr da ist, aber es ist immer noch da. Ich gehe jetzt nochmal ganz, ganz nah rein, denn Supercell hat ja gesagt, der Crusher geht nicht mehr hoch, wenn die Truppe hinter einer Mauer ist. Ist nicht so. Ist leider nicht so. Muss ich leider revidieren. Achtung, ich halte es jetzt nochmal an. Und ihr seht das hier. Also eigentlich ist er tatsächlich der Arsch von der Kriegsmaschine. So ein bisschen in der Mauer. Also irgendwie so halb da drin. So irgendwie so komisch. Und aber die Kampfmaschine ist ganz klar hinter der Mauer und trümmert auf den Bogenschützenturm ein. Und jetzt müsst ihr gucken. Achtung. Ja, die geht runter. Der Crusher geht trotzdem runter und macht Schaden an der Kampfmaschine. Ja, ich meine, irgendwann ist dann natürlich auch vorbei. Oh, jetzt habe ich gerade was verloren, den Fokus nehme ich. So, und das war's für mich. Also, der Bug ist immer noch nicht ganz behoben hier. Und vielleicht sieht Supercell das ja. Ich werde das in jedem Fall melden, dass es immer noch so ist. Ich kann es ja nun belegen. Und vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare lassen. Ja, und das Zweite eigentlich, ein RH11 reicht. Punkt, Punkt, Punkt. Steht ja auch so in dem Bildchen. Und uns hat im letzten Clankrieg hier bei den True Warriors zweimal wieder ein Elfer gereicht, um unseren Clan hier auseinanderzunehmen. Eigentlich glaubt man es gar nicht, aber wir haben hier gegen einen, ja, ich will mal sagen, relativ normalen Clan gespielt. Aber wenn ihr hier oben seht, unser erster und unser fünf und unser zweiter ist vom fünften hier gemacht worden. Und der fünfte auf der Gegnerseite, ja, der war ein RH11. Der war ein RH11. Wir können uns den RH11 einfach mal anschauen hier, indem wir einfach mal sagen Visit. Ja, und ihr seht, das ist so ein 10 halber. Und der hat leider mal wieder an der Stelle gereicht, uns hier zu zerschmettern. Also mit eigentlich, ich hätte fast wieder gesagt, mit so einem Scheiß-Account, aber so scheiß ist er gar nicht. Dadurch, dass unser Erster auch seine Angriffe vor allen Dingen nicht gemacht haben, haben wir recht unglücklich hier 37 zu 39 verloren. Also der Alex ist jetzt auch hier raus aus dem Clan. Der Hocker hat ihn jetzt doch rausgepfeffert, obwohl ich gesagt habe, komm Alex, kannst noch mal mitmachen, weil der hat irgendwie die Zeit so total verpennt. Aber ich bin hier nicht der Anführer. Ich bin hier nur Vize, weil sie mich immer zum Vize machen und deswegen ist der Alex hier halt raus. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich trotzdem alles versucht hier rauszuholen, haben beim ersten
Das ist Locken hier vom Tolkien, mehr nicht. Aber eigentlich haben wir ganz gut gerockt hier. Fand ich. Also ich fand es jetzt nicht so super schlecht. Ich habe mit meinem RH8 auch nur 92% hier geschafft. Und im zweiten Angriff habe ich mit Eventtruppen noch gerade so die letzte Base geschafft. Ich hatte also auch wenig Zeit heute. Und bin auch froh, dass ich es noch gemacht habe. Ich hoffe, es hat keiner gesehen. Ja, Toto greift mit Eventtruppen im CK an. Hat ja funktioniert. Also von daher ist das ja alles grün. Aber trotzdem, es ärgert mich nach wie vor, dass diese, ich will das ja gar nicht mehr aussprechen, Engineered Bases oder CK, optimierte Bases oder Accounts hier nach wie vor den normalen Clans, wir sind ja ein normaler Clan, das Leben so schwer machen. Und diesen kleinen Vorteil, den sie dann haben, er ist ja nicht immer da. Manchmal geht das auch nach hinten los. Immer natürlich ein bisschen ausspielen können. Und das ärgert mich. Es ärgert mich nach wie vor. Und wir haben auch ganz klar gesagt, wenn der Fünfte nicht so gut gerockt hätte bei uns oben, die Zehner in dem Clan waren nämlich nicht gut. Ja, die haben bei unseren Neunern gefehlt teilweise und haben bei unseren Zehnern, hätte ich fast gesagt, gar nichts gerissen. Also letztendlich war es eigentlich ein unverdienter Sieg, hätte der Alex noch angegriffen, denn der Alex war ist ein Aktiver. Okay, hat er mal die Zeit verpennt, aber er ist ein guter Angreifer und ist aber, glaube ich, nicht so tragisch. Der kann, ich denke mal, Hocker hat da auch ein weiches Herz, der kann jederzeit wiederkommen, denn wir wissen ja nun, was los war. Vielleicht wusste Hocke das nicht, denn der Chat war jetzt schon rausgeschrieben, wo der Alex das getippt hat. Also es ist nicht mein Alex-Account, sondern mein Alex heißt ja Alex360. Den kann ich auch nicht mehr umbenennen. Da hat er sich irgendwie mal so benannt, warum auch immer. Und aber trotzdem schöner Angriff von Yoda, denke ich mal. Und ein bisschen CK wollen wir ja sehen hier, denn ich mag das ja nach wie vor. CK-Angriffe und auch hier so ein Hybrid-Angriff mit Valkyren und den Hawks. Richtig gut gemacht hier vom Yoda, aber der Yoda ist auch so einer, der auch mal ein bisschen austestet und der auch als R8 nicht unbedingt zu Drachen greift, sondern zu anderen Truppen. Gerade wenn man mit anderen Truppen mal ein bisschen angreift, dann liegt das sehr, sehr nahe, dass man irgendwo, ja, ich will es mal so sagen, so ein bisschen übt. Ja, wie setze ich die Golems, wie setze ich die Magier schön dahinter? Und wir haben in den kleinen Dante, den habe ich heute Abend, oder heute nicht heute Abend, sondern heute tagsüber, habe ich den schon, ich glaube bei Sky war es im Video gesehen oder war es gestern, ich weiß gar nicht, da hat er nämlich Videos hingeschickt. Mir hat er auch schon eins geschickt, ich weiß nur noch nicht, wie ich es verpacken soll. Aber er ist ein guter Angreifer, er ist bei uns in den Clan gekommen mit es sind über 800 CK-Angriffe oder CK-Sternen, die er schon gemacht hat. Oh, kleinen Moment. Da war gerade ein bisschen was komisches. Ich habe gerade ein komisches Geräusch hier gehabt, aber ich denke mal, in dem Lichtgetimmel hier hat sich mal wieder eine Motte verfangen. Das habe ich ja schon mal in einem Livestream gehabt. Da habe ich gedacht, ich werde wahnsinnig. Habe die dann aber irgendwann ja gekriegt. Und deswegen, also der Dante hier, ich denke, ein guter Angreifer auch, was die CK-Sterne angeht, was die Erfahrung auch angeht. Und er ist, ich gebe es mal so preis, er ist ein 15-jähriger Junge, der sich hier vorgestellt hat und ich habe das jetzt auch schon mal in meinen Streams so ein bisschen gelesen. So viele sagen, ja, Mensch, Jugendliche, die können schon erwachsen sein oder sich halt so geben, nicht asozial wirken oder was auch immer. Also und das sind solche Leute hier. Also der Dante, ich glaube, er heißt Pascal, ich weiß das gar nicht so ganz, ganz genau, ist da schon ein ganz vernünftiger junger Mann und weiß, was er hier tut. Denn mit seinen weit über 800 CK-Sternen hat er hier auch ein bisschen Erfahrung in Clash of Clans. Also auch mit den verhältnismäßig kleinen Helden hier, aber die passen nun mal auch zu seiner Base. Ist er hier gut am Rocken, hat eine gute Taktik und ich denke mal mit den Hexen hier und den Bowlern und den verdammt gut tankenden Golem hier, hat er es gut gemacht. Und dem gebühren auch dann jetzt letztendlich die 3 Sterne. Also war absolut in Ordnung, hat mich auch gefreut. Und wir haben alles gegeben. Es hat am Ende einfach nur, es war einfach nur Pech. Ich hätte gesagt, wir hätten den CK hier eigentlich am Ende locker gewinnen können, denn der Gegner hatte auch so einen Account dabei, der nichts gemacht hat, also einen Offline-Account. Und umso ärgerlicher ist es eigentlich. Der Alex hätte ja nur zweimal einen Stern holen müssen.
Der hätte locker hier 9er gedreiert auf der Seite hier, denn so ein bisschen haben wir ja auch aufgelassen. Aber ja, mit dem Jack auch schon stabiler Angreifer lange bei uns. Und ihr seht auch die Helden. Ich weiß, ich muss mir den Jack mal angucken, ob der keinen Bock hat, auf Rathaus Level 10 zu gehen. Denn wenn du die Helden so hoch hast, bist du sowieso durch mit allen anderen Sachen. Und aber es gibt ja auch Leute, die sich sagen, nee, 9 rockt. Ja, 9 ist für mich, reicht für mich. Ich möchte mir den Stress von 10, 11 gar nicht erst antun. Denn mit 9 habe ich hier den meisten Spaß am Spiel. Und ich kann es durchaus verstehen, denn ich weiß ja auch noch nicht, wohin die Reise mit dem Avatar geht. Ich hätte ja auch da schon lange das Rathaus anstarten können. Eigentlich will ich es auch nicht wirklich. Ich will mit dem noch so ein bisschen RH9 genießen, noch mal so ein paar CK spielen. Und bevor ich mit dem auf 10 gehe, ich denke mal so, vielleicht gehe ich mit dem auf 10, wenn der Thorsten so ein bisschen auf 11 schon stabil ist, sag ich mal. Also schon mal ein bisschen was raus hat, den einen oder anderen Helden hoch hat. Denn klar artet das bei mir nicht in Stress aus. Der Avatar hat ja echt lange gebraucht, jetzt um überhaupt so weit zu kommen. Also der hat ja noch nicht mal seinen 30er King. Den wollen wir heute Abend machen. Und also zumindest wollen wir uns das Schwarze dafür einfahren. Und ich hoffe auch, ich kriege genug Truppen von euch gespendet, also geschnort. Und schöner Angriff hier von Jack auf die Nummer 7. Ja, und oben, eigentlich waren wir gar nicht so schlecht. Ich meine, einige haben sich hier dann auch wieder die Schuld zugesprochen, haben gesagt, ja, hätte. Irgendwann sagt dann natürlich einer Fahrradkette. Aber alle, die hier aktiv jetzt waren, haben ihr Bestes gegeben. Und wenn es dann mal nur ein 2-Sterne auf den RH9 ist, Leute, das ist nach wie vor ja ein Spiel hier. Und das dürft ihr dann nicht ernst nehmen. Nehmt es sportlich und nehmt es vor allen Dingen mit so ein bisschen Humor auch. Ja, also nicht so ernst nehmen. Ich meine, das ist jetzt eine Niederlage, die ist ärgerlich, aber mehr auch nicht. Ja, mehr auch nicht. Und hat der viele Mauerbrecher dabei. Da gucke ich gleich mal, wie viele das waren. Diese Kombi habe ich beim Mourinho schon mal gesehen. Ja, mit so erstmal viele Riesen hier, die nehmen nämlich den ganzen Schaden erstmal auf sich. Habt ihr ja gesehen. Auf dieser gesamten Breite hat er die aufgenommen. Und also den Schaden aufgenommen und kommt dann auch auf genau dieser Breite mit den Bowlern rein. Und die gehen dann natürlich irgendwann mal schön zusammen und gehen schön mittig durch die Base hier durch. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Mauerbrecher der dabei hat. Ich habe ja auch immer unendlich viele Mauerbrecher in meinen CK-Angriffen. Manchmal ja so sogar im zweistelligen Bereich, das heißt also 10 Stück, wo ich mir richtig Löcher in manche Bases fresse oder ich sie halt brauche für einen Queen Walk und die Queen soll reingehen oder der King soll dann mit dem Rest reingehen. Und deswegen schauen wir mal, ich mach's mal gerade ein bisschen schneller. Ich schwafel auch echt wieder viel, aber ich erfreue mich nach wie vor an dem Spiel hier und es ist mir auch nicht entgangen. Auch das braucht er nicht denken. Dass ich über 3.500 Abonnenten habe, das ist mir nicht entgangen und ich habe auch ganz viele Follower auf Twitch, vor allen Dingen über, ja, ich glaube 649 Stück sind es, glaube ich. So, 10 Mauerbrecher, Dankeschön, Mourinho, cool gemacht. Und das ist mir natürlich nicht entgangen, aber ich backe da ganz kleine Brötchen. Ich will hier nicht abheben oder hypen oder was auch immer oder hypen, sondern natürlich freut mich das, ich äußere mich dazu auch und kann ja nur Danke sagen zu euch, also zu der Community, denen mein Content hoffentlich gefällt und die mir das dann auch zollen, indem sie meine Videos nach wie vor schauen, mir immer wieder Kommentare reinschreiben, aber also auch die, habt ihr jetzt gesehen, ich beantworte nicht mehr alle, kann ich nicht, unter den Dorfbesuchsfolgen sowieso nicht, da schreibe ich höchstens einmal dann rein, ganz oben angepinnt, Leute, ist alles angekommen, alles cool, wir werden euch sehen, aber es gilt natürlich mein Dank euch, denn ohne euch würde ich sowas nicht machen, denn ohne Zuschauer gibt der Künstler kein Programm, sage ich mal. Ja, der Künstler, sage ich, jeder Künstler braucht irgendwo auch ein Publikum und das seid natürlich ihr. Und aber auch nochmal Dankeschön an die beiden Clans hier, vor allen Dingen True Voice 1 und 2, die ja auch viel mit mir ertragen und erleben müssen, von skurrilen Leuten, die hier reinkommen, über irgendwelche witzigen Sachen, über witzige Accounts und auch, dass ich hier so ein bisschen rumziehen kann. Das ist ja auch, ich mache das ja eigentlich nicht wirklich gerne, aber jetzt nur aus True Voice 1 und 2 irgendwas zu zeigen, das
ist ja dann auch nicht so das Wahre. Und deswegen danke ich natürlich den beiden Clans auch. Und ich danke vor allen Dingen auch, muss ich ja mal so sagen, auch wenn ich es ja schon mal gemacht habe, dem Olli, dem Skylife COC, denn nach irgendeinem Video seid ihr auf mich aufmerksam geworden und ich glaube, das hat mal noch mal so ein bisschen so die Schraube angedreht und wir sind gute Freunde geworden, glaube ich. Ich glaube, ich kann das so sagen, auch wenn wir ja eher so Fernfreunde sind, die sich immer wieder im Teamspeak austauschen, die sich immer wieder in den Streams sehen, die sich auch gegenseitig Kommentare verpassen, ja, weil ich gucke ja, Sky guckt auch meine Videos mal, habe ich bemerkt, denn er hat sich, glaube ich, nochmal meinen Livestream im Nachhinein angeschaut, wo wir ihn gestalkt haben und ich war ja ganz begeistert, dass er meinen Farmangriff noch so richtig kurzfristig mit reingenommen hat. Ja, der war gut, aber ich hätte nicht gedacht, dass er das schafft, innerhalb dieser wenigen Stunden den noch mit in ein Video zu verpacken, denn den habe ich ihn erst morgens geschickt. Ja, das müsst ihr auch mal überlegen. Und von daher also nochmal danke an dich, Olli. Und wer nicht kennt, ich verlinke den Kanal. Das hat er auch gemacht. Das mache ich natürlich auch nochmal oben bei mir zum Olli, also zum Skylife COC. Ist ein Mensch wie wir alle, wie ihr alle Spieler. Und wir hätten nicht so einen Spaß, wenn ihr nicht so einen Spaß dran hättet, uns zu sehen und mit euch das Ganze zu erleben. Also das ist ja miteinander. Es ist nicht nur, ich mache was für euch und ihr guckt das, sondern ich möchte das ja gerne mit euch machen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den Livestream heute Abend. Habe ich heute was vergessen? Nein, ich habe glaube ich nichts vergessen. Schade, Two Warriors 2, dass ihr verloren habt, aber es wird wieder. Lasst den Kopf nicht hängen und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Flash. Jetzt ist der Mund wieder fusselig und ich muss was trinken. Bye, bye.